Hinter mir, da sieht man die Schlange für den Elgar Point. Das sind jene Herrschaften, bei denen irgendwas bei der Impfung und bei der Eintragung nicht funktioniert hat. Da gibt es zum Beispiel immer wieder das Problem, dass die dritte Impfung als zweite Impfung gewertet wird. Dadurch ist dann sozusagen der grüne Pass nicht so lang gültig, wie er sein müsste. Um das zu korrigieren, braucht man entweder den Arzt, der die Impfung durchgeführt hat, oder man muss hierher kommen zum Elgar Point eben mit seiner E-Card und mit Dokumenten, die die Person bestätigen, also die notwendigen Dokumente halt natürlich mit haben. Und dann kann das hier nachgetragen werden. Das Problem ist, dass da momentan nicht besonders viele Mitarbeiter drinnen sitzen, was dazu führt, dass da eben eine sehr lange Schlange entstanden ist. Ich habe gerade mit einem Mann gesprochen, der vor wenigen Augenblicken hineingegangen ist. Der sagte, er habe 1,5 Stunden gewartet. Allerdings war die Schlange vor 1,5 Stunden ungefähr nur halb so lang. Also ich rechne, hier sind es momentan um die 2, 2,5 Stunden Wartezeit für den Elgar Point. Deutlich kürzer ist die Schlange für die Impfungen. Aber auch hier ist gerade eine Änderung vorgenommen worden. Man hat gerade an mir ein Schild vorbeigetragen. Impfung für Unangemeldete, denn das ist hier auch ein Knackpunkt. Alle, die sich online anmelden, die kommen hierher mit einem QR-Code. Der wird einfach kurz überprüft und nach wenigen Sekunden kann man schon reingehen. Sollte man unangemeldet kommen, muss die Administrierung hier stattfinden. Und wenn es da zu Problemen kommt, kann das schon mal 10, 15, vielleicht 20 Minuten dauern und dahinter wächst die Schlange natürlich ganz gewaltig an. Deswegen hier nochmal die Bitte des Arbeiter-Samariter-Bunds, nach Möglichkeit unbedingt vorher online anmelden, denn das kann man zu Hause tun, da ist es angenehm warm. Hier heraus, da sind wir momentan um die 0 Grad und die Nähe zur Donau führt dazu, dass sich das deutlich kälter anfühlt. Also wenn man hier unangemeldet herkommt, heute auf jeden Fall warm anziehen, denn auch für den PCR-Test ist die Schlange unglaublich lang. Ich schätze da die Wartezeit auf ungefähr 1 bis 1,5 Stunden ein, während eben die Angemeldeten, die zum Impfen kommen, einfach durchgehen und reingehen. Also in dieser Hinsicht bitte noch einmal, versuchen Sie sich anzumelden, wenn Sie hierher kommen, sonst heißt es tatsächlich warm anziehen.